Tja, René, das ist eine gute Frage. Da heißt es jetzt erst einmal zusammenstehen und dann möglichst die Abwehr entlasten, die ja rund erneuert ist. Redo Ristić möchte ja auch so gerne mal hinten zu Null spielen. Das gelang in dieser Saison noch gar nicht. Der Hallesche FC in den dunklen Trikots mit Timo Geiret und mit einem forschen Beginn. Wir sind in Spielminute 16 und Geiret macht sich da mal auf die Reise. Findet dann im Zentrum zwar zunächst keinen Abnehmer, aber Bonga bleibt hängen und Halimi mit einem Schuss aus knapp 20 Metern. Der war gar nicht so schlecht und unterstreicht, das Kellerkind aus Halle versteckt sich in Sandhausen mal überhaupt nicht. Vom SVS, von den ambitionierten Hartwäldlern, nicht viel zu sehen bis zur 30. Minute. Dann Jonas Weig und Harlang, der neue Außenverteidiger, macht das, was er machen muss, klärt mit dem Kopf vor Greil. Anschließender Einwurf von Stolze. Der Ball wird verlängert zu Jonas Weig und im Zentrum Greil mit dem 1:0 für den SVS. Sie brauchen nicht viele Chancen, um zu treffen. Das haben wir in den vergangenen Wochen schon gesehen. War da eine Hand ins Spiel? Fragezeichen von Markus Pink. Nein, das haben wir hier noch mal genau sehen können. Von daher dieser zugegebenermaßen schicke Treffer. Regelkonform für Greil, der Erste für seine neuen Farben. Und plötzlich sehen wir ein anderes Spiel, plötzlich Sandhausen spielbestimmend. Im Zentrum Stolze und Schulze mit einer guten Parade. Greil fast mit dem Doppelpack. Es rettet der Pfosten und Tunay Deniz. Glück für den HFC, dass es nach 45 Minuten nur 0:1 steht. Dabei war doch der Beginn so vielversprechend. Rein in den zweiten Spielabschnitt, 57 Minuten rum. Aufbau über Lofolomo, aber der vertändelt den Ball und plötzlich hat Pink die Riesengelegenheit auf 2:0 zu stellen, aber setzt den Ball vorbei. Einmal tief durchatmen beim Halleschen FC. Lofolomo stört dort wohl noch entscheidend. Elfmeter würde ich Fragezeichen. Am Ende fliegt der Ball am Kasten vorbei und es geht weiter mit Abstoß. Einmal tief durchatmen. Aber der Hallesche FC, er kommt offensiv nicht zum Zuge. Er arbeitet sich keine Torchancen in diesen Situationen und Sandhausen kontert über den eingewechselten Burcu. Das geht dann auch alles ein bisschen zu leicht und im Zentrum ist Yassin Benballa. Aber auch dieser Abschluss nicht so zielstrebig, wie er sein müsste. Damit bleibt der HFC weiterhin im Spiel. Wann kommt mal wieder was von den Gästen? Sie probieren es und das sind dann die Chancen Mitte des zweiten Durchgangs, wenn man sie so nennen möchte. Noch aber ist Zeit für seine Farben, noch aber steht es nur 0:1. Pressing vom HFC, aber allerdings auch Mangelware. Und dann ist es dieser Schnittstellenpass, der den HFC zunächst auseinanderhebelt. Doppelpass, dann Burcu, der findet Otto. Otto aus 20 Metern! Sandhausen näher dran am zweiten Treffer als der HFC am ersten. So ehrlich muss man sein. Trotzdem sehen wir es orange auf weiß. Nur 1:0. Und dabei bleibt es auch nach diesem schicken Freistoß von Livian Burcu. Zwirbelt den Ball knapp am Kreuzeck vorbei. Vielleicht geht ja mal was nach einer Standardsituation für Halle. Wir sind schon in der 84. Minute. Kreuzer eingewechselt. Findet Lofolomo. Der bekommt den Ball allerdings nicht mehr auf den kurzen Pfosten gedrückt. Und so langsam rennt dem HFC natürlich auch die Zeit davon. Ein letztes Aufbäumen. Nochmal Kasar rein in den 16er und da liegt Berko und es gibt Elfmeter. Patrick Schwengers zeigt auf den Punkt und das vollkommen zurecht. Schauen Sie mal, wo der rechte Schuh hinfliegt. Der fliegt weg, weil Gegenspieler Max Geschwil Berko auf den Fuß tritt. Und so heißt es Niedfeld gegen Rehnen. Ausgleich in der Nachspielzeit. Der Hallesche FC hat daran geglaubt, stark angefangen, dann nachgelassen und sich hinten raus belohnt. 1:1 beim Top-Team in Sandhausen. Nach diesem 1:0 gab es schon einige brenzlige Situationen, die wir überleben müssen. Oder auch ein bisschen mit Glück, muss man ganz klar sagen. Sandhäuser nicht das Tor getroffen haben. Trotzdem haben wir, glaube ich, über 19 Minuten daran geglaubt, hier was mitnehmen zu können. Wir haben jetzt nach dem Winter bisher ordentlich gepunktet. So wollen wir weitermachen. Wir haben jetzt gleich wieder eine englische Woche und wollen jetzt in Haching dann nachlegen. Am besten dreifach.
Der HFC erkämpft sich einen späten Punkt beim Top-Team. Und diesen Schwung, den gilt es nur mitzunehmen in die kommende Woche.